Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, den Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ihr müsst mir das auch sagen, wenn ich zu viel sage. Irgendwie hat ja jeder so eine kleine Macke und ich habe im letzten Video von, da ist es schon wieder, von gestern gehört, dass ich das doch echt häufig sage. Das stelle ich ab. Da könnt ihr drauf wetten. Und worum geht es eigentlich in dieser Folge? Es geht darum, im Bauarbeiterdorf habe ich so ein bisschen Not, muss ich sagen. Denn ich bin in der Liga echt viel zu niedrig. Ich kriege innerhalb von einem Tag hier oben meine Lager nicht richtig voll. Und aber ihr seht so ein bisschen, ich habe ein bisschen ausgebaut. Meine Truppen sind auch schon ganz gut. Ich habe dem Babydrachen so ein bisschen Priorität gegeben gegenüber allen anderen. Habe mir sagen lassen, der ist so ein bisschen OP. Da kommt man vielleicht mit nach Richtung 2000 und mehr Pokis, sodass auch mehr jeweils in dieser Boost-Phase reingeht. Das heißt nicht in der Boost-Phase, sondern in dieser Drei-Stern-Phase. Und was ich aber in jedem Fall gemacht habe, das habe ich irgendwo gelesen, irgendwo aufgeschnappt, macht den Tower. Der ist jetzt auch schon auf Level 3 und krass, der Freeboost ist hier schon auf 12 Minuten. Also 12 Minuten hier Fullspeed. Das ist richtig cool. Das nutzen wir heute mal, um hier ein bisschen höher in der Liga zu kommen. Und ohne groß rumzureden, legen wir auch gleich los. Auch wenn ich nach wie vor nicht ganz so schön angreife, aber ich hoffe, es ist ein bisschen effektiver als meine Angriffe, die ich vorher gemacht habe. Sehr häufig nutze ich tatsächlich die Gunst, dass ich irgendwo vielleicht mehr als 50% schaffe. Manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer. Aber in der Regel klappt das hier mit Bogis noch ganz gut. Denn die haben ja noch ihren Hidden-Status. Ich habe sie ja noch nicht weiter gelevelt. Jetzt sind wir bei 44. Ja, das wird nichts. Ich denke mal, das werden keine 50% werden, aber 48%. Meine Base ist nicht schlecht. Sie ist ganz gut. Und gucken wir mal, ob die jetzt hält oder ob wir verlieren. Denn Truppen sind im Hintergrund schon wieder fertig. Okay, ein Unentschieden. Mit einem Unentschieden kann ich immer leben. Unentschieden, ich werde mich jetzt nicht versprechen, ist immer besser als verloren. Ich hatte mich ja schon mal versprochen, dass ich gesagt habe, verloren ist immer besser als unentschieden oder besser kein Unentschieden als verloren. Und in Sonnebase allerdings, da nutze ich immer den Bomber, auch wenn er noch nicht so wirklich hoch ist. Und nehme eigentlich immer ganz gerne so einen Quermix hier. Ich muss irgendwie hier in diese Base kommen. So ein bisschen ist ja ähnlich meiner. Und gucke aber erstmal hier, ob ich hier eine Falle auslöse. In der Tat, das mache ich an der Stelle. Und noch eine Falle ausgelöst. Super, vielleicht setzt man da dann mal noch ein. Das war jetzt ein bisschen doof, aber mal sehen, ob wir nicht doch noch ein bisschen, so ein paar Prozent hier reißen. Also ey, Mann, so eine Sprungfalle und dann beide Riesen weg. Ich meine, ich nehme ja schon wirklich Schmalspur mit, nämlich nur zwei Stück. Aber dass einem das dann passiert, ich weiß, dass ihr das kennt. Ich sehe das in etlichen anderen YouTuber-Folgen, die da Megabombenfehler haben. Aber 18%, okay, das wird niemals gewonnen sein. Da brauchst du bei mir nur die Außengebäude abräumen und hast auf jeden Fall mehr als 18%. Das ist einfach so. Aber es ist immer wieder witzig hier. Und ich plane aber als nächstes unter Umständen so ein bisschen meine Dev zu machen, denn im Moment kann ich hier nichts bauen. Ich kann noch nicht mal großartig was bauen. Ja, ich bin mir da in Zwiespalt. Wird's der Tesla, also das Ding hier, wird's auf jeden Fall nicht. Die Gemmine, die mache ich mal ganz, ganz am Ende. Vielleicht der Bogenschützenturm oder eine Kanone. Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Ihr werdet das in den nächsten Videos sehen. Letztendlich ist das auch ein Statusvideo hier, um zu sehen, so nach dem Motto, ja, der Toto macht hier auch weiter. So ist das ja nicht. Und aber es ist halt nicht so der Superheilsbringer hier. Okay, da hatte er so eine Falle. Jetzt ist natürlich doof. Ach, da komme ich jetzt in diese Base hier nicht wirklich gut rein. Mal gucken, was wir uns außen wegsnaggeln können. Das sind in jedem Fall schon mal ein paar Prozent. Und ich muss hier die Clanburg auf jeden Fall irgendwie ausschalten. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Und dann müssen die hier so ein bisschen in die Base rennen.
So ein paar machen das auch. Und mal sehen, ob wir hier jetzt prozentual so ein bisschen mehr reißen. Selten, dass ich die Clanburg bekomme, beziehungsweise nicht die Clanburg, die Bilderhall bekomme, also die Meisterhütte. Und auch der hier hat natürlich auch schon diesen komischen Doppelmörser. Das heißt, dies ist scheinbar schon Bilderhall 5 Base. Und mal sehen, ob wir mit 38% können wir nicht dagegen stinken. Ja, jetzt bin ich schon wieder unter 1600, also mit diesem Bonus. Ich muss wirklich immer angreifen, wenn diese Armee hier am Start ist. Das ist einfach so. Und nehme jetzt auch mal so ein bisschen den hier. Und zwar setze ich mal einen von denen und einen von denen. Der muss die Mauer einfach jetzt schaffen. Schafft er die Mauer? Nee, schafft er nicht. Dann nehme ich noch einen zweiten dahinterher. Und jetzt ist die Mauer in jedem Fall auf. Mal gucken, ob hier irgendwo so eine fette Bombe auf mich lauert. Im Moment noch nicht. Dann setzen wir hier die Bogis mal hinterher. Also für meine Barbaren ist natürlich immer der ganz klar der Crusher, der ist ihr Gift. Ja, und soweit will ich meine Truppen gar nicht laufen lassen. Der Crusher oder diese Doppelriesenbombe. Hier kriegen wir das Rathaus. Rathaus. Meisterhütte. Und aber trotzdem nur 32%. Das ist mager. Für mich wird es aber im Moment nicht einfacher. Trotzdem haben wir gewonnen. Wir haben ein paar Pokis gewonnen. Wir sind jetzt über 1600 und nutzen diese Folge gnadenlos auf, um richtig hier den Speedboost auszunutzen, denke ich mal. Das kommt euch zugute. Ihr seht richtig viele Angriffe von mir. Mal schauen, wo der hingeht. Dann brauchen wir nur einen Bomber hier. Und jetzt lassen wir den erstmal hier reinflitzen. Mal sehen, ob der jetzt in die erste Falle tappt. Die Bomber sind gar nicht mal schlecht. Denn die machen auch, wenn denn die Mauern nah an Gebäuden sind, dann machen die natürlich auch an der Stelle immer mal wieder ein Gebäude mit weg oder kratzen es an. Das reicht ja manchmal. Deswegen nehme ich sie auch, wenn sie auf Level 1 sind. Das finde ich jetzt an der Stelle für mich mit meinen Angriffen nicht so kritisch. Dennoch ist das hier jetzt ein bisschen mau. Da hinten macht er die Mauern. Und da ist eine Bombe, 28%. Mal gucken, ob wir hier vielleicht noch den ein oder anderen Sammler mitnehmen können, bevor die Doppelkanone hier schießt. Ja, hier seht ihr es. Da macht er nämlich jetzt ganz behende und holt mir nochmal den ein oder anderen Prozent rein. Und aber jetzt ist er Geschichte, ja. Okay, da ist natürlich die Doppelbombe. Doppelbombe, das habe ich schon so oft gesagt, die Doppelkanone. Und ja, den haben wir verloren. 70%, ein Stern. Ich muss ein bisschen schlucken. Das ist hier noch nicht so, immer noch nicht ganz mein Ding. Aber ich komme hier ganz ohne Gems aus. Da bin ich immer noch recht froh drum, dass das so ist. So, mal gucken. Ich muss hier jetzt diese Post schaffen. So heißt es im Englischen übrigens. Und gucke mal, dass ich nicht doch mit denen hier ein bisschen weiterkomme. Dass die eine Mauer aufmachen. Ja, da machen sie mir ein bisschen was aus, aber da läuft jetzt nichts mehr rein. Und die Bogenschützen schaffen auch nicht mehr so wirklich viel. Ich habe so ein bisschen Schiss, meine Babydrachen hier einzusetzen. Auch wenn sie schon auf Level 6 sind, sind wir ehrlich, die taugen immer noch nichts. Die taugen immer noch nichts. Die machen hier total wenig Schaden und kommen hier nicht richtig in die Base rein. So, ja, mal schauen. Ah, das geht natürlich auch gut, flott voran hier. Wie lange haben wir den Boost noch? Ah, 4 Minuten, da geht noch was, Leute. Da geht noch was, das wird eine richtig lange Bilderhall-Folge von mir. Ganz abseits dieser vielen CKs und dieser vielen anderen Sachen, die ich noch plane mit euch. Okay, da haben wir gnadenlos verloren. Die gucke ich mir mal später an. Das geht an der Stelle ja gar nicht. Und wenn ich jetzt zwei von denen ganz schnell setze, dann müssen die doch irgendwie da durchkommen, oder? Ja, das tun sie auch. Okay. Wir machen trotzdem mit so 1, 2, 3, 5 Bogies hier außen die Gebäude weg, dass die natürlich hier jetzt wieder außenrum rennen. Also Barbaren, die außenrum rennen, die gehen mir ein bisschen auf den Sack. Denn da reißen die relativ wenig, kriegen viel Beschuss. Hier in der Mitte können die ein bisschen mehr reißen.
Machen sie aber auch nicht 27%, 35%. Na, kriegen wir die Doppelkanone noch? Nee, kriegen wir nicht mehr. 35%. Okay. Das kann der Gegner bestimmt besser. Und er macht auch keinen Stern bei mir, aber 48%. Ja, also ich gebe hier nicht auf. Da könnt ihr drauf wetten, dass ich das Ding hier nicht aufgebe. Und gucken wir mal. Ja, ich setze mal zwei Wellen von denen hier rein. So, da fliegen schon mal so ein paar weg. Zwei Wellen von denen. Und dann die Bomber hier hinterher. Das mache ich auch ganz gerne. Mal sehen, ob die überhaupt noch eine Mauer schaffen. Ah, nein, da ist der Crusher. Da ist der Crusher. Und viele Sprungfallen. Jetzt habe ich zwar die Mitte auf, aber da läuft natürlich kein Mensch mehr rein. Meine Barbaren alle außen rum. Ich habe eben schon gesagt, ja, da rennen die halt außen rum. Jetzt machen sie vielleicht noch ein bisschen was. Es reicht einfach nicht und ich habe immer noch nicht die Babys am Start. Mal sehen, wann ich die heute das erste Mal hier auf eine Base lassen kann. Denn guckt euch das an hier. Echt starke Bases. Und der Crusher ist hier zwar recht zentral, aber hier vorm Rathaus bin ich mir ganz, ganz sicher. Da lauert die Megabombe. Und deswegen gehen wir hier hinten mit unserem Bomber mal rein. Ja, erste Bombe. Zweite Bombe, erste Falle. Ich meine, der Gegner will das wahrscheinlich auch. Der Gegner will das wahrscheinlich auch, dass wir genauso reinkommen und wir ziemlich viel Feuer kriegen. Ah, die Barbaren sind nicht übel. Ja, in Masse sind sie nicht übel gespammt. Wir kriegen jetzt schon über 30% hier. Ich bin ja froh, dass es so viele Prozente wären. 40%. Noch ein Lager. Und das dicke Lager vielleicht auch noch von den Bombern. Ja, packen wir noch. Oh, wir packen die 50. Oh, wir packen die 50%. Das ist cool. Und jetzt geht aber auch der Bomber drauf. Mal sehen, ob das diesmal gereicht hat, um so ein bisschen in den Pokes zu bleiben. Hat es nicht. 53%. 3% mehr. Das nervt auch. Das nervt euch auch ab. Jetzt guckt mal, wo ich schon wieder bin. Unter 1500. Und das in dieser kurzen Zeit. Ja, wir sind ja im Moment hier wirklich hart im Boost und aber in der kurzen Zeit holen wir hier nur 50% rein und der Gegner schafft 53. Ja, das ist wirklich kacke hier. Schön schon mal ein paar Fallen ausgelöst, aber das war es jetzt hoffentlich auch an den Fallen hier auf dieser Ecke zumindest, so dass meine Barbaren hier jetzt richtig reingespammt werden können. Mal sehen, was da noch vorm Rathaus lauert. Eine Sprungfalle. Und eine dicke Bombe, irgendwas wird ja noch sein. Weil die werden jetzt in jedem Fall Richtung Rathaus oder Meisterhütte laufen. Lasst es mich ruhig Rathaus nennen. Oh, wir schaffen das Rathaus, also die Meisterhütte. Und es geht weiter hier. Boah. Na komm. Den Crusher werden wir natürlich nicht schaffen, aber 53%. Das ist es doch mal gewesen hier. Wenn der Gegner bei mir mehr holt, dann ist er wirklich gut. Muss man mal so sagen, 61%. Abwarten. Ja, ist ein Sieg. 22%. Alter, nur 22%. Das ist natürlich bei mir auch sehr mager. Aber okay, er spammt ja auch seine Barbaren. Da ist meine Riesenbombe. Die ist jetzt schon Max Level. Also ich habe die kleinen Bomben relativ früh gemacht oder überhaupt die ganzen Fallen hier relativ früh gemacht. Weil die sind ja eigentlich der Heilbringer hier. Ja, es ist nicht großartig die Def, die hinter Mauern steht, sondern im Moment sind es noch die Fallen, die hier eigentlich die Sache hier reißen. Und wir können noch einen machen hier. Schaffen wir noch mal einen mit den Babydrachen? Nicht wirklich. Ich kann sie trotzdem mal einsetzen. Dann seht ihr mal, wie nicht so sehr stark die sind. Ja, also wir setzen sie jetzt auch mal relativ weit von den Lars weg, aber diese Bogenschützentürme hier, die reichen vollkommen. Ich meine, der hat ja noch nicht mal diese Luftfallen hier, aber die kommen hier wirklich nicht weit und sie machen natürlich auch vor allen Dingen immer, sie sind jetzt noch in Wut, die beiden in der Mitte sind nicht mehr in Wut,
Aber jetzt feuert schon unsere seine Luftabwehr. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier in der Mitte nicht noch etwas reißen. Die Bogenschützentürme setzen mir ziemlich hart zu. Aber da seht ihr selber, mit denen kommt man immer noch nicht wirklich weit. Die schaffen ja mal gerade, ich brauchte jetzt, ich glaube, 3 Drachen. Nur für diesen einen Bogenschützenturm hier. Jetzt holen wir vielleicht noch 36%, wenn überhaupt. 39 haben wir gepackt. Das war's dann. Ja, das ist echt, also auf 6. Supercell, wie weit soll man die denn leveln, dass man die überhaupt mal gebrauchen kann? Weil so schwache Bases gibt's hier nicht mehr. Die gibt's einfach nicht mehr. Ja, liebe Clasher, das ist mir auch noch nicht passiert, aber ihr habt jetzt die letzten Sekunden ja im Zeitraffer gesehen. Eigentlich habe ich mir euch da die Frage gestellt, was date ich denn jetzt eigentlich ab? Bogenschützenturm oder irgendwas anderes, Tesla oder sonst was? Denn sind so ein bisschen die Hände gebunden, weil meine Lager noch nicht ganz oben sind, ich in der Liga nicht so oben bin das waren eigentlich die Fragen am Ende. Aber ihr habt das aus meinem Livestream schon live miterlebt, wenn ich mein Mikro kurz mal ausmache, weil ich mal huste, schlucke, rülpse oder sonstige Sachen mache ich habe es einfach vergessen, während der Aufnahme dann wieder anzumachen. Tut mir leid, ist halt so, kleines Update, ich bin wieder kurz vor 1600 Pokale, das können wir kurz mit reinnehmen, ist zwar jetzt schon fast ein Tag her meine Babydrachen laufen auf Level 8 aktuell ich würde sagen, komm, zum Abschluss machen wir noch einen, dann haben wir einen Deckel hier auf dieser Folge aber wie gesagt, es war wirklich fatal. Oh, der hat die Luftabwehr da in Ausbau, aber ich weiß gar nicht, wie stark diese Luftfallen generell sind deswegen würde ich mal sagen, wir nehmen uns die mal mit, mal gucken, wie stark diese Luftfallen sind, ob wir da aktiv irgendwo drankommen oder ob die uns auseinandernehmen. Okay, die nehmen uns da so ein bisschen auseinander. Dann gehen wir mal auf der anderen Seite rein. Mal schauen, ob das etwas besser klappt hier mit unseren nagelneuen Babydrachen auf Level 7. Ich denke mal, so stark sind die nach wie vor nicht. Nur in Wut sind die wirklich gut. In Masse, auch wie im normalen Dorf, sind sie einfach zu schwach. Ihr seht das hier, es werden sicherlich 50% irgendwo werden. Aber mehr auch nicht. Ich denke, das Rathaus werden wir nicht mehr bekommen. Dafür kommen jetzt die Luftfallen raus und der Bogenschützenturm ist auch dann ein bisschen stark an der Stelle. Jetzt ist zwar das Baby da eben in Wut, bekommt jetzt aber stark die Luftfallen. Okay, 60%. Gucken wir mal, ob wir das noch gewinnen. Und dann haben wir gewonnen. Super. Wir sind wieder über 1600. Das ist dann aber auch gewesen von der Folge hier. Also, kleiner Versprecher, kleiner Tonfehler. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Da ist schon wieder dieses Ich hoffe, wir sehen uns am Wochenende. Kleiner Hinweis. Okay, bis dahin, euer Toto. Clasht.